Ja Leute, weiter geht's hier im Schneegetümmel, kurz vor Blitzach und ich werde erstmal Richtung Stärkeufer bzw. See der Stärke gehen. Hä? Wie soll ich... Nein, ich brauch vor dir... Oh, ich brauch vor den Arena-Orden. Ja, auf alle Fälle. Hey Nemada, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam. Hör zu Nemada, siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blitzach-Arena besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg. Team Galaktik, ich bin noch euch auf dem Fersen. Gut, okay, wir können nicht zuerst zum See, denn da fehlt mir der Arena-Orden perfekt. Alter, und hier ist schon wieder so tiefer Schnee. Ich weiß nicht, und ich habe so ein Gefühl, hier wird irgendwo ein Item versteckt sein. Gucken wir mal. Ne? Okay, dann nicht. Also diese Felder, die sind immer so verdächtig, aber... Okay, da, ja gut, wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich nichts machen. Wobei, ich glaube, hier gibt es sogar safe noch mal ein paar starke Pokémon. Gehe ich jetzt in Richtung Sackgasse oder nicht? Alter, hier ist ein richtig großes Feld. Ja gut, da trifft man natürlich auf eines. Und obwohl die wilden Pokémon hier so schwach sind, ich glaube, der Arena... Ach, wie stark wird denn der sein? Also ich schätze mal, 45 wird der schon Intus haben. Mindestens. Aber ja, ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine Möglichkeit mehr, wie ich mich groß verbessern sollte oder leveln sollte. Ich meine, gut, das Snibbel nehme ich jetzt mit auf alle Fälle. Bringt aber auch nicht so viel. Und vor allem Glaciolo auf das Level der anderen zu bringen, oh Mann. Ich bin froh, dass ich das letzte Mal jetzt mache, irgendein Pokémon auf das Level von unserem Team zu bringen. Come on, da ist doch irgendwas. Nee, auch wieder nicht. Ich meine, da oben gut, das sieht jeder. Ein Hyperball. Aber nur Schmutz. Nicht mehr und nicht weniger. Ja gut, ich glaube, hier ist jetzt Blitzach dann. Ja, so ist es. Ich meine, eine Heilung tut uns eh ganz gut. Ein großer Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wird. Ich warte schon lange auf so einen Trainer, den ich hinausfahren darf. Ja gut, das ist dann für später. In diesen eingeschneiten Ort herrscht immer Bitterei, es ist Kälte. Aber der Kampfgeist der Trainer und ihre Pokémon ist wie ein glühender Hitzestein, der uns alle wärmt. Besonders der Arena-Leiterin. Boah, wie die jetzt Eiseskälte gesagt hat. Ich dachte jetzt zuerst, die gibt mir eine TM. Weil das ist ja eine Attacke. Die hat immer One-Hitted, wenn sie trifft, dafür hat nur 30% Genauigkeit. Oder 30er Genauigkeit. So, brauche ich irgendwas im Shop? Eigentlich nicht. Ich wollte ein paar Sachen mal wieder verkaufen. Ich habe ja schon wieder einiges bekommen. Von Nuggets und so weiter über alles mögliche. Indigo-Stück, aha, noch immer zu wenig. Ein paar fehlen noch. Was soll ich denn groß verkaufen? Mann, also das meiste würde ich lieber einfach hier Riesenperle dreimal, natürlich. Weg damit. Sternstücke war auch nur mit hohem Preis. 4900, okay, why not? Ich meine, Geld ist jetzt nicht so das große Problem, gebe ich zu. Ganz im Gegenteil, wir haben fast die 200k. Ja, das war's auch schon. Bandsticker zweimal, ja, tatsächlich. Habe ich ja auch. Ansonsten. Kampf-Items habe ich nichts zum Verkaufen. Bären bringt nichts. Ja, okay. Dann belasse ich es erstmal hierbei. Die gute Frage, die natürlich noch gestellt werden muss: Darf ich schon in die Arena überhaupt? Ja oder nein? Ich glaube schon, also sieht offen aus. Nichts irgendwie davor oder so. Irgendwie eine Aufgabe, wir wissen es ja, kennt man ja alle. Das heißt, ich sollte die Arena heute sogar packen. Ich meine, ist eh nicht schlecht. Ich meine, wir sind mittlerweile bei Part Nummer 40. Und haben erst den 7. Arena-Orden dann. Das ist eigentlich eh schon lang genug. Ich meine, bis zum Champ dauert sowieso noch länger. Da kommen noch ein paar Sachen, vor allem Platin hat ja ein bisschen extra Content, nicht zu vergessen. Danke, dass du Dorotheas Live-Show in entfernten Blitzach besuchst. Ich bin so froh, dass du hier bist. Zum Dank werde ich gegen dich kämpfen. Ja, von mir aus. Vielleicht kriegen wir da schon ein bisschen den Einblick, in welches Level es gehen wird in der Arena, wenn da jetzt nur 40 oder 45 kommt. Wow. Okay, absolut nicht. Ey, das ist sogar für Blitzach-Verhältnisse lame. Die hat jetzt safe nur dreimal Pipi, oder? Oder dürfen wir endlich mal die Weiterentwicklung sehen? Ich meine, haben wir schon einmal, aber das ist auch schon ein Zeitchen her. Ne, die hat echt dreimal Pipi, hundertprozentig.
Okay, vielleicht wird es jetzt stärker, aber jetzt kommt auf einmal so ein Schwung auf Level 40 oder so. Nee, nicht mal das. Absolut nicht. Ey, Blitzer, das ist eine Stadt, die werde ich wahrscheinlich für den ein paar besuchen und danach nie wieder. Tatsächlich, ey, Mann, ich hasse es, wenn... In solchen Fällen hasse ich es, wenn ich recht habe. Tatsächlich, 3x32. Kein Levelaufschwung, gar nichts. Boah, ich hoffe, du bringst wenigstens Pokédollar ein paar. Vielleicht bringt die nur 600 oder so, aber dann heule ich halt echt. Dann gehe ich echt verkaufen. Und? Ja gut, 2300. Ist auch nicht so die Welt. Man gibt ja nicht auch irgendwie ein paar Tauschgeschäfte und so weiter. Ich überspringe das jetzt mal, die labert eh nur gerade nicht wirklich was Interessantes. Wusstest du, dass es in der Gegend um Blitzach viele Eis-Pokémon gibt? Ach nee, hätte ich jetzt nicht geglaubt. In dem Schneegebiet viele Eis-Pokémon, ja, überhaupt nicht zu erwarten. Soweit ich weiß, gibt es aber hier ein Tauschgeschäft, ein relativ lustiges. Ich weiß nicht, ob ich die finde. Ich meine, ich zeig das sowieso nur. Ich werde es nicht ausführen. Ich meine, so groß war ja die Stadt jetzt zum Glück nicht. Ich meine, hinterbei kommt dieser Tempel. Ja, und hier dann zwei Häuser, glaube ich, links und rechts und das war's. Also Blitzer ist echt nicht die Welt. Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch hören? Hau raus. Nun gut, der hippe Spruch lautet, Reinigung, das ist total in das zu sagen. Mhm, okay. Ja, mach ich. Ich gehe zum nächsten zu meiner Arbeit und komm rein und so soll ich was sagen. Reinigung. Ich werde sicher nicht dumm angeguckt. Gib mir mal den Scherben und ich bring deinen Pokémon Attacken bei. Hä, ist das der gleiche oder ist das ein anderer? Das teste ich jetzt kurz aus. Ne, ist das ein anderer. Sternschauer, Schnarcher oder rechte Hans? Ist jetzt alle drei Sachen nicht so wirklich gut. Was könnte denn ein Drift-Zeppelier lernen? Schnarcher, Groll und Sternschauer. Was war Groll nochmal? War das eine Angriffsattacke? Nee, ich glaube nicht. Also Sternschauer kann er scheinbar jeden beibringen. Kinose braucht nichts. Glaciola können wir probieren. Irgendeine Eisattacke vielleicht. Nee, Zuflucht. Okay, nee, der ist Müll. Der ist wirklich Schmutz. Was tut der vielleicht mit dem Tauschgeschäft? Dein Scheiß sieht ungeheuer warm aus. So einen hätte ich auch gerne. Stimmt, das Design hatte ja übrigens nur in Platin. Dieses winterliche. Du hast nicht zufällig ein Pokémon namens Meditalis. Ich glaube, sie war es, genau. Ja, gegen einen Apollo. Und zwar, wisst ihr, was an dem so lächerlich ist? Normalerweise würde sich Apollo bei Tausch entwickeln. Nur genau, damit genau das nicht passiert, trägt das Ding einen Ewigstein. Kein Scheiß, Leute. Das Ding trägt wirklich einen Ewigstein. Das bedeutet, im Umkehrschluss, es entwickelt sich nicht und der Tausch ist absolut für die Tonne. Ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ja, ich keine Ahnung, warum. Warum macht man sowas? Warum? Also, das ist wirklich der größte Prank, glaube ich, von den Tauschgeschäften. Hey, du da, wie geht es den zukünftigen Champ? Siehst du die dicken Schneebälle, die hier und dort auf dem Boden liegen? Du musst über das Eis schlittern und zwar mit solch einer Geschwindigkeit, dass du die Schneebälle kaputt machst. Dann wird das alles schon gesagt. Ja, es ist halt eine Rutschgeschichte. Das bedeutet hier. Achso, nee, das ist ein sicheres Feld. Genau, hier runterrutschen. Und dann sind die kaputt. Und hier ist ein Trainer. Ja, den nehme ich natürlich mit. So, wen kann ich da am besten kämpfen lassen? Eigentlich wirklich nur Panferno. Was anderes, eine andere Möglichkeit habe ich fast gar nicht. Firnontor. Das fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe, das wird ein One-Hit überhaupt. Ja, wird's. Okay, alles gut. Immerhin ist Panfermo dafür stark genug. Und das war auch das Einzige, was er hatte. Okay, bei 44... Boah, okay. Also es wird schon hinkommen mit, 45 beim Arena-Leiter. Das Stärkste vielleicht sogar noch schlimmer, 48 oder so. Wenn es ein 50er ist, dann bin ich verloren, sag ich gleich.
Ich meine, Offline-Leveling wird sowieso irgendwann wieder Thema sein. Spätestens nach der Siegerstraße. Ich glaube schon, man muss zu dem Zeitpunkt ein bisschen stärkeres Ding haben. Nein, Schutzschilde, ich hasse dich. Bitte sag, das war das einzige Schutzschild, was du einsetzt. Nee, was nicht, oder? Oh Gott, nee, ich hasse. Okay, Schnäppke ist schon wieder so ein Ding, was, das könnte ich am liebsten wegtreten. Jetzt hat er aber aufgehört, danke. Na gut. Was hat er noch zu bieten? Ich hoffe, keine Schnäppkes. Gerade das befürchte ich. Ja, warte, Biss kommt jetzt, oder? Hey, nicht? Sollte Glaziola nicht Biss erlernen? Und es kommt leider echt noch eins. Ja, ich setze das Magneton ein. Das ist halt echt gerade schlecht. Soweit ich weiß, Magnetbombe war sehr effektiv. Oh nee, nicht wie. Warum tust du mir das an? Ich will das doch gar nicht. Nee, Stahl war doch auch sehr effektiv, oder? Ja, gegen Eis. Also der ist meine Notfalllösung, sage ich jetzt schon mal. Wobei, eigentlich könnte ich Magneton erstmal einsetzen, einfach nur damit der ein bisschen aufleveln kann. Für Nontor. Gut, ich glaube bei vier Nontor könnte. Ah gut, nee, mach mal. Wir ziehen durch. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja vielleicht eine Ausnahme machen. Für Nontor ist ein bisschen. Ja. Zum Glück eine Eiszahn. Sollte jetzt nicht die Welt abziehen, so ist es auch. Boah, gibt's irgendein Eisfeuer-Pokémon oder sowas? Ich hoffe nicht. Zumindest nicht in dem Spiel. Der kann auch Schutzschild. Ja, von mir aus. Bringt dir eh nichts, Junge. Ne, ich glaube, ich werde wirklich Magneton erstmal ein bisschen einsetzen. Ich meine, er kann auch ein Level 42er für Nontor in 2 Hits besiegen, das ist schon gut. Und seine Defensivpower braucht man ja gar nicht leugnen. Die ist gut, aufgrund des Stahltypens. Was könnten gewisse. Gut, ich glaube, ein Rex-Blizzard, wenn es auftauchen sollte, kann so Sachen wie Hammerarm. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendjemand hier drin kann im Team. Von irgendjemand, ne? Gut, bei Rexblizzard mache ich sowieso keine Gefangenen, vierfach Schwäche. Achso, nee, hier sind ja die Treppen. Ja, okay, jetzt bin ich wieder am Start. Ich gehe mal kurz die Richtung. Boah, fragt mich nicht, wie das Rätsel hier ging. Ich sag's euch offen und ehrlich. Hier ist ein Trainer wieder. Kann ich denn überhaupt alle erreichen? Also ich hab keinen Plan, wie ich da am besten die Richtung einschlage. Ich muss ja alle Schneebälle oben wegbringen. Stimmt, das hätte ich eigentlich von der Ding, wo ich zurückgekommen bin, machen können. Fällt mir gerade so ein. Da geht's ja auch ein bisschen bergab. Also ich hatte das war eins der Rätsel, was ich relativ eigentlich immer vergessen habe. Also auch den Lösungsweg und so weiter. Bei gewissen Sachen dachte ich mir immer so, ah ja, stimmt, da muss man dann irgendwann mal so oder so. Bei der hier, nee, bleibt irgendwie nie hängen. Ja, das sage ich natürlich jetzt. Ich bin schon auf spätere Spiele gespannt. Schwarz und Weiß habe ich jetzt auch einige Arena-Challenges gerade gar nicht im Kopf. Genauso wie bei X, Y oder dann bei Gen 7 bei Sonne und Mond. Auf die Projekte freue ich mich sowieso schon. Wenn ich jetzt offen und ehrlich bin, Sonne und Mond habe ich zwar gespielt aktiv, aber nie zu Ende gebracht. Also ich weiß gar nicht, wo mein Spiel da rumliegt, aber da habe ich irgendwo bei
Level 50 oder so, das 50er-Team aufgehört. Eh nicht mehr weit weg vom Champ eigentlich. Gut, XY habe ich letztens erstmal vor einem halben Jahr oder so komplett durchgesuchtet. Schneebedeck, ja klar, das kommt natürlich auch vor. Ja, stimmt, bei XY ist das Problem da halt das, was man nach dem Spiel machen kann, nämlich gefühlt gar nichts. Also auch von den Legis ist da jetzt nicht wirklich überragendes. Ich meine, das macht ja die Projekte jetzt von den früheren Spielen immer so aus, also was man halt alles machen kann. Ich meine, bedenkt, weil ich den Champion immer besiegt habe, so in der Regel zwischen Part 50 und 60, und dann kamen bei gewissen Spielen halt noch über 20 Parts dazu. Also 15 bis 20 oder so, Legis oder was auch immer. Das war gut. Ich komme gleich direkt zum nächsten, alles klar. Oh, der hat nur eins. Oh, oh, Keifel. 44. Okay, also wenn die 1 haben, dann ist immer ein 44er. Ich kann es mir nur denken, circa. Ich befürchte echt, dass der Arena-Leiter auf 48 kommen wird. Wenn nicht wirklich sogar auf 50. Irgendeines. Was? Oh, ne. Okay, das war's für Ding. Das ist der erste Down. Der hat gesessen. Die letzte Entwicklung ist Mammutl. Hilfe. Das hat safe der Arena-Leiter. Aber sowas von safe. Und das Problem ist, da kann ich nicht mal innerhalb wechseln. Denn... ja, das ist auf Panfermo genauso sehr effektiv. Also der muss jetzt sitzen, weil sonst wird es kritisch. Passt, geht sich aus. Nein, das macht der safe. Wenn es Rex Blizzard nicht ist, ist es hundertprozentig Mammutler. Ich glaube, man spricht das überhaupt so aus. Also nicht, dass ich mich am Namen vertue. Ihr wisst, welches ich meine. Das wäre kritisch, wenn das passieren wird. Aber wenn das sein letztes ist, also dann noch auf Level 50. Hilfe. Also stimmt, ich kann ihn ja nicht mal paralysieren mit Donnerwelle, weil er der Bodentyp ist. Damit kannst du meinen Stolz, glaube ich, brechen. Hoffen wir mal, dass es ein Rexblizzard wird. So, stimmt, von da runtersausen wollte ich. Achso, nee, geht ja nicht wegen den Treppen. Okay, wie mache ich das am besten? So rüber kann ich noch. Die hatte ich schon besiegt, genau. Hä, wie mache ich denn das am besten? Gut, die kann ich gar nicht ansprechen, ne? Ich bin gerade minimal verwirrt, ehrlich gesagt. Gut, so geht's. Hier bleibe ich stehen und hier runter. Ja, das wird funktionieren, weil da kriege ich den einen Ball mal weg. Mhm. Stimmt, den kriege ich so weg. Ist ja gar nicht so schwer, Leute. Das Herumrutschen ist halt nur. Wie komme ich auf das Teil? Ach so, lol. Das ist eine dumme Frage gerade gewesen. Also den Trainer, der fehlt mir noch. Stimmt, einfach da runtersausen, ey, warum? Das war wirklich eine dumme Frage gerade. Ich war da schon zweimal an der Stelle. So, Schneebedeck. Dieser verdammte Hagel jedes Mal auch. Ich meine, ihr werdet da keinen Schaden zufügen. Bei dir hat alles zu was. Das steht fest, also da wollen wir gar keine Hoffnung machen. Es geht sich aber auch nie wirklich aus. Angeberei, verdammt. Verwirrung. So, enttäuscht mich nicht, Magneton. Bisher hat er eigentlich bei Verwirrung immer getroffen, weil er eh so selten down geht. Gut, okay, ja gut, vielleicht ist es in der Arena ein bisschen anders gewesen vorhin. Zeig, was du kannst. Richte deine Wut aus, bitte dich an dich selbst, perfekt.
So ein zweites hat er auch noch. Und zwar... Ich rieche schon das Rexpelzer. Oder ein zweites Schneebedeck. Ne, es wird ein Sneeble. Achso, ne... Oh, ich... Blöd, stimmt ja. Ich bin ja verwirrt. Okay, dann bitte halt noch einmal her. Bitte triff, auch bitte triff, bitte triff, bitte triff, bitte triff, bitte triff. Ah, verdammt. Gut, so lange wird die Verwirrung nicht mehr halten. Außer wenn ich Pech habe. Und Pech ist ja immer so eine Geschichte. Habe ich sehr gerne. Aber hey, einmal aufheilen, dann noch eine Runde. Es ist auch wieder eine Runde weg. Und, nee, die Verwirrung hält noch. Mindestens eine Runde. Und sie geht auf. Ja gut, jetzt muss ich sowieso heilen. Also, Kumumilchen, her mit dir. Nicht nur um das Piepsen wieder abzudrehen. Diesen Dauerton. Was willst du mit Ruckzucki, bitte? Damit hat er mich jetzt gerade echt geflasht, weil das hatte ich jetzt gerade nicht kommen sehen. Da kommt einfach ein Ruckzucki auf mich. Ich dachte jetzt gerade eventuell, okay, wird nur ein KP werden, nicht mal das. Es wurden sogar 6 im Abschluss, aber... Bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Mann, kann die Verwirrung jetzt bitte endlich mal aufhören? Und kannst du bitte auch mal treffen? An der Stelle, ich will nicht wechseln. Ich will das mit Magneton zu Ende bringen. Aber ich muss ja, wenn ich jetzt wechsle, dann wird es danach wahrscheinlich sich ändern. Dann wäre der nächste Zug wahrscheinlich gewesen, wo die Verwirrung aufhört. Danke, endlich. Seht ihr? Schöner One-Hit. So wollte ich's auch. Alter Verwalter. Das ist ja nicht in Worte hier zu fassen. Ja, gleich die nächste Kumo, würde ich sagen. Dass der auch noch immer nicht über 100 KP hat, das kann ich auch noch immer nicht fassen. So, jetzt der Runterrutscher. Wow. So, den da oben hatte ich schon. Ist jetzt nicht sogar schon freier Weg? Nee, einer fehlt noch. Und zwar von der Stelle. Okay, wie komme ich da hin? Ja gut, nee. Habe ich schon gefunden den Weg. Jetzt muss ich erstmal zum Start wieder. Das machen wir so. Und dann eh über den oberen Weg. Ich bin nur halt nach unten geslidet. Beim letzten Mal, wo ich da war. So, und jetzt ist der Weg frei. Das heißt, ich muss einmal noch kurz da zurück. Oh, wenn das nicht so schwer wäre hier. Ne, jetzt bin ich bei dem wieder vorbei. Mann, ich hasse dieses Rumgerutsche. Wie komme ich denn jetzt hier zum Start? Na geht doch, danke. So, und jetzt einfach da durch und dann sich freuen. Okay, gut. Erste Amtshandlung wie immer, speichern. Weil das mache ich kein zweites Mal, wenn ich down gehe. Da würde ich, glaube ich, eher vorher meinen Glauben verlieren. So, ich würde sagen, ja, ich starte mit Magneton rein. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Verlieren steht nicht am Programm. So, 4 Pokémon gesamt. Was fängt mit dem Sneeple an? 40 sogar nur?
Okay, damit ist das 50er Level wenigstens in weite Ferne gerückt. Vorher war ein Sneeble One-Hit bei Magnetbombe, das wird jetzt auch der Fall sein. Und das vorherige war bei 41. Das heißt, das Sneeble ist schon mal erledigt. Oder auch nicht. Ja gut, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Big, big surprise, die erste. Keifel, das hatte ich schon befürchtet, dass das kommt. Gut, das heißt, ich kann mich auf Erdbeben gefasst machen. Ja, ich gehe mal auf Panferno. Auch wenn der wahrscheinlich down gehen wird, aber im Notfall kann ich Drift Zeppeli einwechseln. Beziehungsweise den Opfern. Wie stark ist denn das Keifel? Fangen wir mal so an. Auch auf 40. Also es sollte eigentlich mit einem Flammenwurf sogar down gehen. Also ich habe das in den Kommentaren gelesen, ich wusste das gar nicht. Feuer ist auf Boden normal effektiv. Deswegen sollte das killen, perfekt. Gut, das heißt, das halbe Team haben wir schon mal. Frosty G. Stimmt, das gibt's ja auch. Das war Eis und Geist. Ja gut, da bleibe ich auch bei Panfermo, ist ja klar. Psychokinese, oh nee. Okay, das tut jetzt Panfermo ein bisschen weh. Ein bisschen ist gut gesagt, sehr viel weh. Das wird halt nicht mal ein One-Hit. Doch wird's. Gott sei Dank. Okay, dann ist das schon mal erledigt. Was ist das Letzte, was du jetzt hast? Wie gesagt, also aufgrund, dass ich Keifel hatte, ist Mammutl, glaube ich, schon mal raus. Also es wird wahrscheinlich echt ein Rexblizzer werden, oder? Tatsächlich. Okay, vierfach Schwäche Feuer. Ansonsten, was habe ich noch für Möglichkeiten, wenn jetzt Panfermo down geht? Natürlich Magnetbombe. Das ist nur 42? Ach so, okay, weil sie keine 3 hat, sondern 4, ist das Level runtergesetzt. Ja, nice, okay. Perfekt. Also da habe ich mich jetzt unnötig gefürchtet. Ich dachte echt, da kommt ein 50er auf mich zu, aber ne. Wenn das so ist, danke. Das ist unglaublich. Ich mag dich ja schon ein bisschen, aber... Ne, danke. Wirklich auch zu lesen. Wow, du bist klasse. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir noch das hier geben. Der Firnorden. Wahrscheinlich von Firnontor. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und hier habe ich noch etwas für dich. TM 72. Ist das Eisstrahl? Nee. Glaube ich nicht. Lawine. Nimmt an, wenn der Schaden verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Kannst du dir vorstellen, wie viel Konzentrationskraft du dafür brauchst? Das ist wirklich eine gute Attacke, denn Lawine hat dich ja auch Ding beigebracht. Garados bei Hard Gold und das hat viel gerettet. Also Lawine ist echt nicht schlecht. Ja gut, also, warte, Lawine könnte ich halt echt der Glaziola gleich beibringen. Das würde ich glaube ich schon sagen. Vor allem, weil Glaziola eh gerade keine wirklich heiße Attacke beherrscht, keine wirklich gute. Wo haben wir es denn? 72 war es. Also ganz unten. Ja, also es hat nur eine 60er Stärke, aber wie gesagt, doppelte Stärke ist natürlich nice. Und dann bei Pokémon, die halt, natürlich dann noch doppelt Schaden nehmen durch Eis, kann die Attacke verheerend sein. Da kann ich echt noch gar nichts. Das ist ja nice. Ja gut, dann Heuler weg. Und Lawine erlernen. Und wenn wir schon dabei sind, damit ihr es gleich seht,
Kraxler ist ja auch eine starke, genau 90er Angriff. Verdammt, das kann nur Panferno lernen. Der kann aber schon Zertrümmerer. Das ist nicht gut. Kann Glaciola Zertrümmerer rein aus Interesse? Ja, der könnte das. Achso, nee, warte, ich muss ja nicht Zertrümmerer unbedingt. Warte, aber irgendwas anderes konnte ja Panferno auch noch. Was war das nochmal? Habe ich ihm Stärke beigebracht gehabt? Ich glaube nämlich schon. Oder Zerschneider was. Irgendwas hatte ich ihm noch beigebracht. Stärke hatte ich ihm beigebracht. Okay, dann würde ich sagen, wir werden das anpassen bis zum nächsten Mal. Also ich, also Part ist beendet natürlich an der Stelle dann, oder lang genug. Und ich werde bis zum nächsten Mal Kraxler weitergeben an Panferno und Stärke dann eben an Glaciola. Das heißt, ich werde nochmal zurückfliegen nach Fledburg beim Attacken verlernen und das einfach machen. Gut Leute, und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.